zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herzliche Begrüßung zur zweiten Passionsandacht hier in der Stadtkirche St. Marien zu Wittenberg. Heute liegt der Schwerpunkt der Andacht auf dem Anliegen des Bischofskonvents der Mitteldeutschen Kirche, während der Passionszeit Trauerandachten zu halten. Dazu heißt es: Seit Monaten leben wir unter sehr besonderen Umständen. Das Leben war und ist eingeschränkt, das Sterben auch. Oft konnten und können Sterbende nicht durch ihre Angehörigen begleitet werden. Manche Menschen wurden zwischen Einweisung ins Krankenhaus und der Trauerfeier nicht noch einmal gesehen. Trauer braucht jedoch Zeit, Orte und Gelegenheit. Wir begrüßen aus diesem Anlass zu dieser Andacht Propst Dr. Johann Schneider bei uns. So lasst uns einkehren in dieses Haus und bei Gott. Wir beten gemeinsam im Wechsel Psalm 25. Sie finden ihn unter der Nummer 713. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zuschanden werden, denn keiner wird zuschanden, der auf dich harrt. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft, der mich Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinem Mund. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Amen. Wir hören aus der Heiligen Schrift, aus dem Johannesevangelium im 19. Kapitel, die Verse 26 und 27. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Soweit das Wort der Heiligen Schrift. Gott segne es an unseren Herzen. Liebe Gemeinde hier in Wittenberg, in der Stadtkirche St. Marien, liebe Schwestern und Brüder am Bildschirm, vier Frauen und ein Mann haben es geschafft, Jesus zu folgen, ganz nah, bis unter das Kreuz, außerhalb von Jerusalem.
Vier Frauen, drei mit Namen Maria, die Mutter Jesu, ihre Schwester, die leider keinen Namen hat im Johannesevangelium, Maria, die Frau des Kleopas und Maria aus Magdala. Diese Frauen sind Jesus gefolgt, weil sie den Wunsch haben, ganz nah bei ihm zu sein, auch in der Stunde seines Todes. Diesen Wunsch, liebe Schwestern und Brüder, haben viele Menschen gehabt und er ist nicht in Erfüllung gegangen. Sie konnten, weil alles so schnell ging, nicht mehr Abschied nehmen. Abschied nehmen von einem lieben Menschen, das ist ein kostbares Geschenk, was den Schmerz verwandeln lässt. Ich habe mit einem Arzt mich unterhalten vor einigen Wochen und ihn gefragt, wie machen Sie das, wenn Menschen sterben, jetzt auf der Intensivstation, sei es an Covid-19, sei es an anderen Krankheiten. Und da sagt er, lieber Herr Schneider, wir haben etwas erfunden. Wir machen ein Bild von den Pflegerinnen und Pflegern und das haben die sich angepinnt, damit die, die im Krankenbett liegen, sie sehen können. Denn durch den Schutz können sie sie gar nicht sehen. So haben wir zumindest die Möglichkeit, ein Bild von der Person zu haben, die Abschied nehmen muss. Jeder Abschied, liebe Schwestern und Brüder, ist von Schmerzen geprägt. Hier in dieser fast filmreifen Szene ist es so, dass Jesus liegt oder hängt praktisch nackt am Kreuz. Kurz vorher wird ja um sein Gewand gelost. Und seine Mutter, die wahrscheinlich genauso ratlos war, wie als beim ersten Wunder er auf einmal Gaben hatte, die diese Frau von ihrem Sohn nicht so kannte, nämlich dass aus Wasser Wein wurde. Das Ende dieser Geschichte endet vor dem Kreuz. Maria verlässt ihren Sohn nicht und sie wird von Jesus in eine Adoption sozusagen begleitet. Das Besondere ist, normalerweise wäre es im damaligen Kontext so gewesen, dass ein Verwandter Marias die Verantwortung für sie übernommen hätte. Jesus übergeht das und er benennt den Lieblingsjünger, seinen Lieblingsjünger Johannes, zum Sohn. Also in der Stunde seines Todes, seines Schmerzes, regelt er das, was notwendig ist für seine Mutter, damit seine Mutter weiterleben kann. Das Besondere ist, dass er dadurch die natürliche Gemeinschaft seiner Familie überschreitet und die neue Gemeinschaft derer, die Gott nachfolgen und die in ihm Gott sehen, wie er wirksam wird, konstituiert, begründet. Es ist in unseren Tagen eigentlich eher unüblich, über das Sterben zu sprechen, auch in Zeiten der Pandemie, obwohl Tausende und viele Tausende Menschen in dieser Zeit gestorben sind und sterben. Sterben, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Kunst, so hat das Martin Luther, der Reformator, der an diesem Ort so oft gepredigt hat, gesagt. Und er hat einmal, wenn Sie Zeit haben, lesen Sie mal den Sermon von dem guten Sterben. Den hat Luther innerhalb eines Tages geschrieben. Etwas gedrängt, wie immer bei ihm. Er hat sich erstmal Zeit gelassen. Und das wurde zum Bestseller. Lange nach ihm ist dieser Sermon immer wieder gedruckt worden. Zwei Punkte, die zu diesem Abschiedswort Jesu passen. Das eine ist, sich vorzubereiten. Das zu regeln, was zu regeln nötig ist. Und zwar zu Lebzeiten, wenn man noch nicht an Sterben denkt. Und das Zweite, dann auf Gott zu vertrauen und in seine Hoffnung sich zu geben und nicht weiter über den Tod nachzudenken. Luther entfaltet in diesem Sermon den Übergang als Schlaf,
ein schönes Bild, das mir schon als Kind gut gefallen hatte, dass meine Oma eben jetzt eingeschlafen war und bei Gott war und wir uns dann immer mal wiedersehen würden, wenn ich einschlafen würde. Das hat mir das leichter gemacht, Abschied zu nehmen seinerzeit von meiner Oma. Diese Adoption, liebe Schwestern und Brüder, Johannes wird damit zu dem Sohn der Maria. Er tritt an Jesus Stelle, er übernimmt Verantwortung für die Mutter unseres Herrn und er übernimmt Verantwortung für die Gemeinschaft, in der Maria dann leben wird. Liebe Schwestern und Brüder, diese kurze Szene des Abschieds ist eindrücklich. Sie ist klar, es reden eigentlich nur einer, nämlich Jesus. Er sagt sozusagen seinen letzten Willen. Und weil er Sorge hat um seine Mutter, weil diese Szene so intim ist, wurde sie dann auch zu der Grundszene des Verhältnisses Marias zu Jesus. Die gesamte ostkirchliche und westkirchliche Lehre über Maria als die Mutter unseres Herrn hat da ihren Ursprung, nämlich in der Nähe Marias am Kreuz. Wir haben als evangelische Christen leider manchmal vergessen, dass Maria, die Mutter unseres Herrn, die ist, die ihm am nächsten war und blieb. Man kann manches in der Entwicklung der Kirchengeschichte durchaus kritisch sehen. Eines jedenfalls bleibt, dass Maria, die Mutter Jesu, von Anfang bis zum Ende seines Lebens ihn begleitet, in das Sterben hinein und an die Hoffnung der Auferstehung mit feiern und miterleben darf. In dieser Hoffnung, dass Jesus den Tod durch den Tod überwunden hat, wollen wir glauben und hoffen und festhalten mitten in diesen Tagen der Passion Jesu. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Die eben gehörten Worte können nachklingen in dem Gesang aus Thésée, den wir ja aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen nicht singen können, aber hören. Bei Gott bin ich geborgen. Ich lese einmal den Text, bevor wir es hören. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Thank you.
dieser Passionsandacht gedenken wir im Besonderen der vielen Menschen, die ihre Lieben verloren haben und aufgrund der Pandemie nicht Abschied nehmen konnten. Wir hören dazu Worte des Paulus aus dem Brief an die Christen in Rom. Wir hören es in der Übersetzung der Basisbibel. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine weltlichen Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Und auch keine andere gottesfeindliche Kraft. Nichts Über- und nichts Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Lasst uns Fürbitte halten und gemeinsam bitten nach jeder Bitte, komm, tröste uns. Allmächtiger Gott, du hältst alle Menschen in deiner Hand und in deinem Herzen und sorgst für sie im Leben und im Sterben. In der Gewissheit um deine Fürsorge, lasst uns bitten, komm, tröste uns. Die Verstorbenen des vergangenen Jahres, die einsam waren in ihren letzten Stunden, du kennst sie alle. Die Angehörigen und Freunde, die darunter leiden, ihre Liebsten so verloren zu haben, du weißt von ihrem Schmerz. Was nicht mehr getan, nicht mehr gesagt, nicht mehr gelebt werden konnte, es ist dir nicht verborgen. Wir bitten dich, Gott, voll Liebe und Erbarmen, komm, tröste uns. Was schön war im Leben der Verstorbenen, du weißt es. Was schmerzhaft war, was nicht gelungen ist, du nimmst es in Gnaden an. In deine Hände legen wir das Schöne und das Zerbrochene, das Bruchstückhafte. Wir bitten dich, Gott, der alles vollendet, komm, tröste uns. Viele sind zu Grabe getragen worden im engsten Kreis. Viele konnten nicht mitgehen, nicht Abschied nehmen, das fehlt. Und hinter den täglichen Zahlen der Toten, die Lebens- und Sterbensgeschichten, die niemand erzählt, du kennst sie alle. Wir bitten dich, Gott des Friedens und der Versöhnung. Komm, tröste uns. Auch gerade jetzt erfahren Menschen von einer unheilbaren Krankheit, liegen in Krankenhäusern, in Pflegeheimen oder zu Hause und haben den Tod vor Augen. Auch gerade jetzt bemühen sich Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und Angehörige um Linderung von Schmerzen und Wege zur Heilung von so vielen.
Du schenkst ihnen Kraft und Vermögen durchzustehen, was sie erleben. Wir bitten dich, Gott des Heils und der Stärke, komm, tröste uns. In der Stille bringen wir unsere persönlichen Anliegen zu dir. Wir bitten dich, Gott, der du ins Verborgene unserer Herzen schaust. Komm, tröste uns. Wir sehen den Weg Jesu auf dem Weg zum Kreuz. Einsam, isoliert, fern von den Seinen. Aber du, Gott, hast ihn aus dem Abgrund des Todes aufgehoben, auferstanden ins neue Leben, in die Gemeinschaft mit dir auf immer und ewig. Als deine Söhne und Töchter beten wir, wie Christus uns zu beten gelehrt hat, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen noch drei Abkündigungen. Die Kollekte am Ausgang sammeln wir auch heute wieder für die Telefonseelsorge Wittenberg. Wir laden ein zur dritten Passionsandacht am nächsten Mittwoch. Und auch heute besteht im Anschluss an diese Andacht die Möglichkeit, in die Westhalle zu gehen und am Gedenkort Pandemie eine Kerze zu entzünden. So lassen Sie uns nun in diesen Abend und in den neuen Tag gehen, im Frieden unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.